Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall hoffe ich einfach, dass irgendwann mal deine Ankündigung kommt, dass, auch wenn es erst in ein, zwei Jahren ist oder so von mir aus, aber ich hätte auf jeden Fall Lust auf den nächsten Teil. Vor allem, eigentlich müsste ja ein Teil quasi schon so ein halber Shooter sein. Ist mir jetzt beim Dings ist nochmal aufgefallen, bei Darksiders 2. Da sieht man ja zum Schluss einfach nochmal die Silhouetten der ganzen apokalyptischen Reiter. Krieg ist der mit dem Schwert, Tod ist der mit der Sense. Ja gut, bei dem Namen war das auch nicht anders zu erwarten. Und dann war da noch eine mit einer Peitsche und einer mit Knarren. Weiß jetzt nicht, wie die heißen. Ist schon schlimm, aber ja. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich habe auf jeden Fall Lust drauf, wie gesagt. Kann es irgendwann kaum erwarten. Dann werde ich jetzt demnächst auch ein neues Projekt anfangen. Also das wird dann im Anschluss an Darksiders 2 direkt starten. Damit Darksiders allerdings natürlich nicht so viel zu tun. Aber ich weiß nicht, ich würde das auch schon fast in ein ähnliches Genre packen, das Spiel. Aber ich verrate noch nicht, welches das ist. Huhuhuhu. Das werdet ihr dann schon sehen, wenn das Video kommt. Und ich habe mich auch mal wieder mit Mika in Verbindung gesetzt. Mit dem ich ja auch mal vor einiger Zeit ein paar Videos gemacht hatte. Dass wir demnächst mal wieder vielleicht eventuell was starten. Was genau, weiß ich auch noch nicht genau. Aber ich habe mal wieder Bock drauf. Deshalb, gucken wir mal, vielleicht klappt sogar heute. Muss ich nochmal nachher anschripseln. Vielleicht klappt das ja. Wäre ja auf jeden Fall cool. Dann kommen wieder noch ein paar andere Videos auf meinem Kanal. Aber okay. Mit der lieben Soße würde ich dann auch noch irgendwann demnächst mal was wieder starten, denke ich mal. Eigentlich wollten wir das direkt an Anschluss zu Portal 2 machen. Also wir wollten nicht Portal zocken, also was ganz anderes wieder. Zu zweit halt, aber ja, irgendwie hatten wir doch nicht so Lust, jetzt schon anzufangen und bla und blub. Dann hat sich das nicht so ergeben und was nicht alles, ne? Wie das eben immer. Obwohl, guck mal, hier kann ich die Decke schon rausreißen, fällt mir gerade so auf. Wie das eben immer so ist, wollte ich gerade sagen. Ach man, ich habe jetzt auf jeden Fall einiges vor mir den ganzen Weg da. So. Ich meine, könnt ihr euch ja alles stein lassen und nur dann die Cobblestones und Erde austauschen. Das wäre zwar einfach, aber jetzt habe ich mich dazu entschieden. Den Boden muss ich dann später natürlich auch noch austauschen, allerdings anders. Da kommt ja das Eis hin, das habe ich ja dafür extra gesammelt, also die Ebene dafür extra gesucht. Irgendwie, ja. Nee, so. Ich habe mir nämlich einen neuen Schreibtisch gekauft. Okay, es ist irgendwie. Ich fange schon mit einer Begründung an, obwohl ich noch gar nichts so gesagt habe. Mit einer Erklärung fange ich an. Aber ich kann gerade sowas von gar nicht labern. Das ist bestimmt gar nicht schön zuzuhören. Ich habe mir nämlich einen neuen Schreibtisch geholt und da ich jetzt ein bisschen mehr Platz drauf für meine Maus und so, aber irgendwie liegt sie gerade schon wieder nicht so richtig. Aber das ist nicht so schlimm. Wie man vielleicht auch sieht, doch, das sieht man sogar, glaube ich, in der Cam. Hat man jetzt ziemlich so den direkten Blick zur Küche. Wir waren nämlich halt einfach mal bei Ikea und haben uns da ein paar Regale geholt und so. Da wird noch mehr dann vorkommen. Wir hatten nur noch nicht die Lust, alles aufzubauen. Nur so ein bisschen halt. Ja, und ich muss immer noch das Umzugsvideo fertig machen. Oh Mann. Aber das schaffe ich schon noch irgendwann. Jetzt ist hier nur gerade noch so ein bisschen Kartonzeug, so steht hier rum von den Regalen und so. Deshalb wäre das nicht so gut, das jetzt zu machen, weil es voll mega unordentlich ist und so. Ich bin sowieso nicht so der Ordnungsfreak, aber trotzdem, ne? Ein bisschen ordentlich sollte es ja schon sein. Sonst denkt ihr ja noch sonst was von mir, ne? Das wäre ja super schlimm, aber egal. Super schlimm. Hier noch ein bisschen Kohle, yay. Ein paar Level. Gleich noch ein paar XP. So. Mache ich jetzt erstmal nur halt bis zur Kante vorne, bis zur Ecke. Dann ziehe ich die Wand hoch. Das war jetzt so mein Plan. Wie man sich vielleicht denken konnte. Eventuell so ein bisschen. Ja. Hier noch ein bisschen Eisen. Ja, komm, nehmen wir auch noch mit. Was soll es? Oh, hier ist schon wieder Erde. Aber ja. So. Und schon wieder Totenstille. So tot wäre ich ja nicht so gern, weil, nee. Könnte ich jetzt hier nicht aufnehmen und labern. Weiß auch nicht, ich heute. Irgendwie hatte ich vorhin voll Bock, irgendwas zu labern, aber mir fällt es jetzt nicht mehr ein, so. Jetzt bin ich gar nicht mehr so in Laberlaune, aber ich will jetzt hier zocken. Jetzt bin ich in Zockerlaune, nicht in Laberlaune.
Ich muss ins Laberlaune sein. Das ist die Zocker-Laberlaune. Genau die. Das ist mein Ziel. Oder so, keine Ahnung. Vergesst das lieber. Keine Ahnung. Sagte ich schon, aber ja. Ich bin halt ein ahnungsloser Tropf. Bestimmt. Da muss ich gleich hier ausmessen, wie das mit den Fackeln am dümmsten ist. Aber der Gang ist gar nicht mal so kurz, ne? Aber ich glaube, das längste ist dann von nach der Ecke nochmal weiter. Aber ich denke mal, damit sollte ich heute fertig werden. Also bis auf den Boden sowieso ist klar. Aber zumindest das alles auszutauschen, meine ich. Mit der Verzierung bin ich noch nicht ganz sicher, wie weit ich damit heute komme. Das werden wir sehen. Bin ich schon gespannt. Ach Mann, jetzt habe ich doch einmal kurz zu spät Pause gemacht. Aber okay. So ist das halt. So, nicht anders. Na gut. Die Fackeln sind auch recht unregelmäßig gesetzt. Bisher nur gut, dass sie auch nur alle so sporadisch auf dem Boden, damit man was gesehen hat. Aber ich merke schon, dass es hier mal teilweise ziemlich düster wird. Zum Glück habe ich keinen Shader an gerade, wa? Obwohl es natürlich auch an manchen Ecken dann wieder ein bisschen heller wäre als normal, weiß ich ja nicht, aber lass es erstmal so. Belassen wir es erstmal dabei und fertig. Muss doch bald mal bei der Ecke sein, ja. Doch sieht bald so aus, oder? Jetzt bin ich doch bald mal da. Und zwar jetzt, genau. So. Also ich habe schon eine Idee, wie ich das hier mache mit und so, ne? Weißt du Bescheid? Mit den Fackeln und so, mit den Abständen. Bin aber noch nicht ganz sicher, weil das könnte ein bisschen zu nah beieinander sein, eventuell. Ist denn die Frage, ob die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es passt oder dass es nicht. Oder sinkt die? Eigentlich müsste es ja sogar steigen, weil man mehr Möglichkeiten hat, aber. Aha, keine Ahnung. Muss ich gleich dann nochmal gucken, wie ich das bei den. Obwohl, bei den Dingsens-Gängen. Habe ich das sowieso anders gemacht. Bei den U-Bahn-Schächten quasi. Weil, naja, gut, die sind auch größer. Da will ich das mit der Fackelsetzung nicht so direkt vergleichen. Der Gang, also die sind ja doch sind ein breiter und sind ein höher. Ja. Der Gang kann leider halt nur so sein. Der darf nicht höher sein. Ich hätte auch nur einen Einergang machen können. Hätte ich nicht so viel Material gebraucht, natürlich, aber das erschien mir dann ein bisschen zu mickrig. Und eigentlich, wie gesagt, ich glaube, ich müsste dadurch schneller hier durchkommen. Glaube zumindest, dass es eine Möglichkeit ist, auf jeden Fall, um schneller zu werden. Ihr habt euch bestimmt schon gedacht, was jetzt alles ist und so, weil ich ja auch schon das Eis gesammelt habe. Aber ich verrate trotzdem noch nicht genau, wie das funktioniert. Das mache ich dann erst, wenn ich hier alles ausgetauscht habe und dann schon kann ich ja den Anfang ja schon dann basteln. Je nachdem, wie weit ich heute komme. Bin ich mal echt gespannt. Aber das wird sich noch zeigen. Oh, mehr Erde. Also die Schaufel wird wahrscheinlich nicht für den ganzen Gang reichen. Ich meine, es war gar nicht so viel Erde bisher, aber trotzdem war. Schon schlimm. Schon ziemlich schlimm. Aber was will man machen, ne? So ist das Leben. Bestimmt. Das Leben findet unter der Erde statt. Beim Tunnelbohren. Bauen. Bohren eher nicht, aber von nur rumbasteln so. Aber okay. Dann soll es so sein. Wie weit noch? Okay, da hinten haben wir es gleich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Na, ich bin so allein. Hier ist es so leise. Eigentlich, oh, da kommt scheiß Gravel runter. Eigentlich wollte ich ja die liebe Soße auch noch mitmachen. Irgendwann mal. Die hat sich nämlich vor kurzem dann mal einen neuen PC genehmigt. Quasi genehmigt, sagen wir mal. Bei Weihnachten und so, ne? Und da wolltest du dann auch mal hier mal jetzt so zu Gast sein, nicht nur als Gastkommentatorin, sondern auch richtig mitspielen. Aber hat halt in letzter Zeit noch nicht so Lust gehabt. Hatte ich so das Gefühl zumindest. Immer noch allein. Bestimmt. Na, keine Ahnung. Weil wir können hoffnungsvoll nach vorne blicken. Bestimmt irgendwie so, ja. So nicht anders. Na los, ich bin doch gleich da, schneller. Spitzhacke, ich treibe dich an. Mit Zuckerbrot und Peitsche habe ich zwar beides nicht, aber. Warte mal. Zuckerbrot und Peitsche ist dann ja einfach Zucker, Brot und Peitsche oder ist es Zuckerbrot? Das ist jetzt die Frage, sind es zwei oder drei Sachen?
Noch was piekst mich gerade im Rücken, das ist nicht so gut. Ah, jetzt hat's aufgehört, sehr gut. Das ist gut, so ist das gut. So. Ja, doch schon gar nicht so kurz der Gang, wa? Das sind ja auch immer 400 Meter knapp, ne? Nicht wahr? Aber jetzt bin ich doch bald, ja, bin bald an der Ecke. An der Ecke, sehr schön. Sehr gut. So. So ist brav, dann machen wir gleich noch die Decke. Wenn ich schon mal dabei bin, also wenn ich schon wieder auf dem Rückweg bin quasi. Und dann sind wir sogar schon hier mit dann quasi fertig mit der... Huch. Mit der einen Hälfte? Ja, ist das die Hälfte? Weiß ich gar nicht. Könnte eventuell sogar die Hälfte des Ganges sein, ja. Aber okay, wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich ist es halt wirklich... Der andere Weg ist dann noch ein Stückchen weiter. Ich glaub schon, ja. Also ist der schwer, der größte Teil ist dann noch vor mir. Mann, oh, ich mag aber nicht. Aber wir sind gleich da, immerhin das. So. Okay, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, meine Spitzhacke hält, aber ich denke mal so, na gut, hierfür hält sie auf jeden Fall erstmal. Mal sehen, wie lange sie dann hält, bin ich schon gespannt, aber ich denke mal, es sollte für alles eventuell reichen. Hat ja meine Haltbarkeit 3 drauf, oder? Haltbarkeit 3? Ja. Ist ja mein, glaube ich. Das kann auch gleich alles so bleiben, wenn ich schon mal hier bin. Ach, dann mache ich gleich erstmal so. So, fertig. Und schon ist die Decke fertig. So schnell geht das. Genau so und nicht anders. Schön wär's ja. Aber ja. Ohne Fleiß kein Preis und so. Das Motto sollte ich dann vielleicht auch mal irgendwie... Oder hätte ich irgendwie auf die Schule übertragen sollen. Wenn ich das hier schon so fleißig predige. Ach, schon wieder beim Fleiß. Ha. Nein, aber irgendwie... Ja, in der Schule ist mir das auf jeden Fall halt nicht gelungen. Aber das habe ich ja schon mal alles erklärt. Schon mehr als einmal. So, hier, kaputt. Na, machen wir gleich mal hier alle ein paar weg, so. Damit ich nicht aus Versehen wieder was einreiße. Dann fresse ich ein paar Karotten. Und weiter geht's. Die Spitzhacke hat leider keine Effizienz. Bis Effizienz 5 geht's ja, ne? Das wäre natürlich geil. Dann könnte ich hier wahrscheinlich noch ein bisschen besser durchlaufen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So, machen wir einfach hier den Abschnitt, wenn wir schon mal dabei sind, ne? Machen wir das einfach so. Würde ich mal... Okay, sind alle weg. Würde ich mal behaupten, zumindest. So. Ja, immer wenn Wechsel zwischen Erde und Stein ist, dann mache ich das irgendwie, bestimmt. Vorausgesetzt natürlich ist eine gerade Kante, dann... Weil ansonsten geht das nicht. Ansonsten kann das nicht gehen. Bei mir, so. Bin ich denn endlich mal da? Okay. Ich habe gerade Angst, dass ich schon wieder so viel an der Decke haue. Ich trinke mal kurz ein Schlückchen. So, quetsche ich die Tasse mal dahin hoch. Die Richtung. Und weiter geht's. Weiter geht's. Weg den Dreck und alles. Oder ich gehe erstmal so durch und mache die ganze Erde an der Decke weg. Das könnte ich auch machen. Das mache ich jetzt einfach. So. Also die Schaufel wird nicht mehr lange durchhalten, leider. Aber hier ist noch Dreck an der Decke, der muss auch alles weg. Alles schön fein sauber machen und so. Alles sauber, sauber, sauber. So. Da hinten ist noch ein bisschen Erde, oder? Ich sah irgendwie aus der Weite, aus der Ferne so aus. Aber okay. Ist ja auch gut. Wenn nicht, dann hält die Schaufel länger. Und die Spitzhacke kann dann ihrer Aufgabe nachkommen. Genauso. So muss das. Da vorne sind wir auch schon wieder. Okay, es geht jetzt bei der Decke irgendwie voll zügig, habe ich das. Okay, ich wollte gerade sagen. Ich dachte gerade, hey, hier schon. Nee, aber. Nee. Das wäre ja auch wirklich jetzt zu schön gewesen, um wahr zu sein. Da hinten aber erst. Aber es ist jetzt auch gar nicht so weit, habe ich das Gefühl. Es kommt mir nicht so weit vor. Nö. Na gut, wenn man das immer so in Etappen macht, dann geht's auch einigermaßen, ne? Das ist ja immer das. Wenn ich alles, was ich hier gebaut habe, auf einmal gebaut hätte, dann hätte ich schon lange keine Lust mehr gehabt. Weil es dann einfach so viel auf einmal gewesen wäre, aber... Und obwohl es ja gar nicht mal so groß ist bisher eigentlich, aber... Es läppert sich halt schon. Und wenn man überlegt, ich habe das Let's Play jetzt schon über 600 Folgen. Aufgrund von Pausen halt so 2 Jahre fast schon, ne? Keine Ahnung... Ja, 630 Folgen oder so mit einer Folgenlänge von, sagen wir mal, 15 Minuten.
dann sind das immerhin schon, warte mal, 600 Folgen durch 630 durch 4, sagen wir einfach mal.